Hi liebe Zuschauer, ihr seid bei Wilhelmshaven wieder und heute bin ich auf der Jahresale am Wilhelmshavener Hafen, dem Bontekai, unterwegs. Viel Spaß mit dem Video, lasst doch gerne einen Daumen hoch nach. So, ich bin jetzt beim Jahresale angekommen. Ja, das befindet sich da vorne, wo die ganzen Segelschiffe sind. Ja, da scheint relativ viel los zu sein. Ich bin mal gespannt. Ah, sieht jedenfalls schon cool aus da. Schade, dass ich diesmal bei der Segelreger zwar nicht mitmachen konnte. Also, was machen die eigentlich hier? Die Kaimauer erneuern wahrscheinlich, ne? Weil da wollen die auch so einen Anlegesteg bauen, damit da auch tiefer gelegene Schiffe anfahren können. Ja, ich bin mal gespannt, ob da überhaupt noch was los ist, weil. Also es kommen wohl gerade ein paar Menschen entgegen, aber ja, das geht schon. Und denke ich mal, und dann bei dem schönen Herbstwetter, das sollte man nochmal so richtig genießen. Weil wer weiß, wie oft man im Jahr noch so solche schönen Wettererlebnisse hat. Aber die Segelmasten sind schon groß. Sind die eigentlich, müssen, glaube ich, locker 10, 20 Meter sein. So, ich bin jetzt drauf auf dem Festgelände hier. Ja, Maskenpflicht scheint es hier nicht zu geben. Also es hat der Security mir gerade am Eingang gesagt, dass hier auf dem Gelände keine Maskenpflicht ist. Also Masken tragen auf freiwilliger Basis, wenn man will. Also ich mache es jetzt einfach nicht, weil hier ist jetzt nicht so viel los, dass eine Maske zwingend erforderlich ist. Aber ist trotzdem schön, dass man hier das Ganze doch stattfinden lassen kann vom Wilhelmshaven Sailing Cup. So, was macht der denn da? Boote reinigen oder was? Hier, da mein Lieblingschaos, Leute. Ja, schade, dass man hier keine wirklichen Kirmeskarussells aufgebaut hat. Dafür wäre ja auch genug Platz. Wenn man hier schon eine Festzeltbühne und so, wo Kinderkarussells aufbaut. Aber gut, dass hier am Hafen wenigstens irgendein Fest stattfinden darf. Unter Corona-Bedingungen. Das hat die Stadt wirklich toll gemeistert, zusammen mit dem Wilhelmshaven Sailing Club. Alter, wie. Also jetzt mal ernsthaft, wie hoch sind diese Segelmasten? Obwohl hier steht Maskenpflicht, aber muss nicht sein. Das war gestern komischerweise noch offen. Schiff ahoi. Und was sind das da für Kanister? Was sind das, irgendwelche Benzinkanister oder was, die der Motor da verbraucht? Aber schade, dass hier auf den Schiffen keine Backstage-Führung im Motorraum stattfinden. Denn das würde ich schon gern mal sehen. Aber ja, normalerweise ist hier das Wochenende an der Jade im Juni. Aber das wurde ja Corona-bedingt abgesagt. Ja, ist dann halt einfach so. Ja, die Musik ist auch noch ein bisschen lauter hier, ne? Boah, jetzt. Ist ordentlich Stimmung. Also ich hätte mir Santiano hier live vor Ort gewünscht. Die hätten ja dazu gepasst, zu diesem Seefahrerfest hier. Hier ist der Sound, hier geht Party, Leute. Mach mal ein bisschen mit hier. Der Skinner, Eike Macker. Okay, Leute. We'll be right back.
Bundeswehr macht hier ja auch Werbung für sich, ne? Ja, und hier ist so ein Beiboot oder was auch immer das ist, ne? Naja, wahrscheinlich so ein Rettungsboot für die ganzen Segelfahrten, die immer auf dem Meer während dieses Wochenendes jetzt stattfinden, damit da jetzt keiner irgendwie ertrinkt, der da über die Reling geht. Ja, jetzt schauen wir uns das Ganze mal von der Kaiser-Wilhelm-Brücke aus an. Dann vielleicht sieht man da ein bisschen was. Was ist das hier, ein Münzautomat oder was? Aber hier ist echt schon gut was los, muss ich sagen. Also, was ist das denn für ein komisches Boot da? Wenn ich da drauf stehen würde, ich glaube, ich würde da nicht mal aufpassen auf das Boot. Guck mal, hier sind einfach ach, so richtig geile Bilder von Wilhelmshaven. Da noch der Rüstersieler Hafen bei Sonnenuntergang oder Sonnenaufgang, was auch immer da das ist. Boah, es ist so toll hier, Mann. Da fühle ich mich echt wohl drin. Da muss ich aufpassen, dass ich hier nirgendwo an den Seil stolpere, ne? Oder? Also, mir wäre auch gerade fast passiert, dass ich voll gegen Poller gerannt wäre. Das war's vom Vlog, Leute. Lasst ein Like da, wenn euch gefallen hat. Abonnieren und Glocke aktivieren nicht vergessen. Bis zum nächsten Vlog und ciao. Das war's vom Vlog, Leute. Lasst ein Like da, wenn euch gefallen hat. Abonnieren und Glocke aktivieren nicht vergessen. Bis zum nächsten Vlog und ciao.